Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video möchte ich mal eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar gab es hier die Frage in dem Video Operationsverstärker Teil 2, und zwar hier von dem Jan Snoy. Der fragte mich, wie erzeuge ich die bipolare Spannungsversorgung hier für die Operationsverstärker? Und da will ich mal ein bisschen drauf eingehen, welche Möglichkeiten es da gibt und welche ich dort eingesetzt habe. Ich habe mir da ein paar Notizen natürlich gemacht, Thema bipolare Spannungsversorgung oder wie erzeuge ich überhaupt eine bipolare Spannungsversorgung, wenn ich zum Beispiel nur eine Batterie habe. Nehmen wir mal, ich habe hier diese Batterie, 9 Volt, und ich brauche aber plus minus 9 Volt. Dann stellt sich die Frage, wie kriege ich eigentlich die minus 9 Volt her? Das wäre also hier Punkt A, aus 9 Volt plus minus 9 Volt erzeugen. Es gibt aber auch noch einen anderen Fall, wenn man zum Beispiel eine höhere Spannung zur Verfügung hat. Ich habe jetzt hier mal 12 Volt geschrieben. Wie kriege ich da plus minus 6 Volt heraus? Hier in dem Fall sieht man ja, dass der Spannungshub von 12 Volt genauso groß ist wie der Spannungshub von plus minus 6 Volt. Das heißt, hier würde vielleicht schon ein Spannungsteiler reichen. Allerdings würde der ja belastet, sodass man dennoch einen Spannungsfolger dazu schalten müsste. Dazu komme ich später nochmal. Ich habe also das unterteilt in A und B, je nachdem, wie hoch der Spannungshub ist und wie viel man braucht. Braucht man also hier für Punkt A eine sogenannte Ladungspumpe, um diese minus 9 Volt zu erzeugen. Und bei Punkt B, wenn also der Spannungshub groß genug ist, dann reicht in der Regel ein Spannungsteiler mit einem Spannungsfolger. Hier bei A habe ich mal aufgeschrieben Ladungspumpen ICs. Also es gibt ICs, die sowas genau machen. Das ist hier zum Beispiel der TC962. Das ist ein achtpoliges IC. Ich habe hier noch einen anderen LT 1084 von LT, von Linear. Das ist auch eine Ladungspumpe. Ich sehe gerade, das ist LTC 54, nicht 84. Die Beschaltung von denen ist in der Regel gleich. Eine weitere Möglichkeit wäre es, mit dem Max 232 zu probieren. Dort sind auch Ladungspumpen drin. Der erzeugt also aus 5 Volt eine höhere Spannung, also 10 Volt, aber auch eine negative Spannung. Also den könnte man notfalls auch verwenden. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, einen Schaltregler, einen Inverter zu verwenden, der dann aber auch für höhere Leistungen ja gedacht ist. Ich werde hier in dem Video nie auf diese niedrigen Leistungen eingehen, also auf diesen TC962, Max 232. Und für den Fall B, wenn also der Spannungshub groß genug ist, dann ein Spannungsteiler und ein Spannungsfolger, den kann man dann einsetzen. Darauf werde ich in diesem Video dann auch eingehen. Die Frage ist nun also, was ist eigentlich eine Ladungspumpe und wie kriege ich mit einer Ladungspumpe eine negative Spannung heraus? Und dazu habe ich mal hier dieses Bild gezeichnet. Das ist also eine Ladungspumpe, wo man eine negative Spannung herausbekommt. Ich habe hier meinetwegen eine Batterie, 9 Volt, und ich habe hier diesen Schalter. Und ich habe hier diesen Kondensator C1 und ich habe zwei Dioden und noch einen Kondensator. So, wie funktioniert die ganze Geschichte? Wenn der Schalter in der oberen Position hier ist, dann wird sich der Kondensator C1 hier über diese Diode aufladen, also über diese vertikal orientierte Diode wird sich also aufladen. Allerdings ist die Kondensatorspannung nicht gleich der Spannung, die hier vorne anliegt, denn ich habe hier noch eine Diodenstrecke. Das heißt, diese 0,7 Volt knapp, die entfallen oder die fallen weg. Also die Kondensatorspannung ist gleich dieser Spannung minus 0,7 Volt in etwa. Dann schalte ich um. Was passiert? Der Pluspol vom Kondensator wird hier nach Masse gezogen. Ich habe dann hier den Minuspol sozusagen. Dadurch, dass hier der Pluspol ist und da der Minuspol vom Kondensator, kann die Diode hier nicht leiten. Aber diese Diode leitet. Ich habe ja hier Minus sozusagen und habe hinten noch eine Last. Und dadurch bekomme ich am Ausgang dann, weil ja hier nochmal die Diodenstrecke wegfällt, UA ungefähr minus UE plus zweimal UF. Das heißt, bekomme etwas weniger raus negativ als UE. DC2 ist nochmal da, um sozusagen die Spannung hier wirklich ein bisschen nochmal zu konstant zu halten. Ich habe natürlich die Schaltung hier aufgebaut. Hier auf dem Steckbrett, hier auf der linken Seite, hier ist also mein Schalter, hier sind die beiden Dioden, sind die beiden Kondensatoren. Und ich werde jetzt mal ein Multimeter ranklemmen, meine 9 Volt Blockbatterie, und dann betätige ich mal den Schalter und dann sieht man, was am Ausgang passiert.
Die Batterie habe ich hier angeklemmt. Ich messe im Moment die Batteriespannung, die beträgt 9 Volt. Und wenn ich jetzt mal hier an den Ausgang gehe von der Schaltung, dann sieht man, da ist schon irgendeine negative Spannung. Ich habe nämlich gerade mal den Taster betätigt, also das ist hier der Wechseltaster. Und wenn ich hier den mal betätige, immer mehr, dann sieht man, die Spannung geht auf ungefähr minus 8,1 Volt ungefähr. Damit kann ich also hier diese negative Spannung erzeugen. Man sieht auch, es ist nicht ganz minus 9 Volt wie die Batteriespannung aufgrund der beiden Dioden. Jetzt möchte ich mal das IC TC962 dann zeigen. Bei dem TC962 und auch bei ähnlichen ICs, also hier zum Beispiel diesen LT1054, da ist die Beschaltung extrem einfach. Man braucht eigentlich nur zwei Kondensatoren. Man hat einen Eingang, hier 9 Volt, man hat einen Ausgang, das ist hier in dem Fall Pin 5. Man hat diesen einen Kondensator, der eben diesen ersten Kondensator hier oben darstellt, Ground, und dann noch einen Ausgangskondensator. Und wenn ich jetzt hier mal die Spannung an dem IC, an dem Ausgang messe, also an Pin 5, da muss ich jetzt hier mal umstecken. Das ist also hier am Kondensator. Hier, da sieht man, ich habe wirklich in der Tat minus 9,03 Volt erzeugt mit dieser Ladungspumpe, mit diesem TC962. Also das ist wirklich sehr einfach anzuwendendes IC. Eingangsspannung ist nach wie vor, sind also 9,03 Volt, also oder 0,4. Also er erzeugt wirklich tatsächlich die gleich große Spannung im negativen Bereich wie die Eingangsspannung. Als nächstes möchte ich mal kurz auf den MAX232 eingehen. Das ist so eine Art Notlösung, falls man so eine Ladungspumpe nicht zur Hand hat, sondern vielleicht nur so ein MAX232. Dazu muss ich aber den Platz hier mal kurz aufräumen und hier das rüberschieben. Hier sieht man die Beschaltung vom MAX232 oder vom ST232. Der erste große Unterschied ist, das Bauteil darf nur mit 5 Volt betrieben werden. Das heißt, ich muss hier an dieser Stelle nach der Batterie sozusagen hier noch einen 5-Volt-Regler erstmal einbauen. Ich habe aber dann durch die beiden Kondensator zwei Ladungspumpen hier in dem IC drin, die mir zum einen eine positive Spannung erzeugen, nämlich ungefähr 10 Volt, und auf der anderen Seite minus 10 Volt, zumindest steht es im Datenblatt. Man kommt allerdings nicht immer auf diese Werte, also meistens nicht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine Spannung von 8,8 Volt, die ich jetzt hier an Pin 2 abgreife. Also hier ist Pin 2, der gelbe ist hier im Moment an Pin 2 und die negative Spannung war an Pin 6. Das ist also hier dieser Pin und da bekomme ich dann komme ich dann auf minus 8,3 Volt. Es kann durchaus sein, dass es für eine Operationsverstärkerschaltung durchaus ausreicht. Der Nachteil bei dem MAX232 ist auch, neben dem 5 Volt Regler, den man braucht, dass ich also hier diese Spannung nicht ändern kann. Also da bin ich darauf angewiesen, was mir der Max hier, sag ich mal, rausgibt. Wenn plus minus 8 Volt ausreichen für den Operationsverstärker, kann man den durchaus als Notlösung einsetzen. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, dass diese Ladungspumpen nur für kleine Leistungen geeignet sind. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht und auch aufgeschrieben. Ich habe hier bei dem TC962 mal einen Kilo-Ohm-Widerstand eingesetzt, habe eine Spannung von 8,3 Volt ungefähr gemessen, minus, im Moment messe ich minus 8,4, ein bisschen mehr, weil ich eine andere Batterie hier im Moment verwende. Also die Spannung bricht ja zusammen. Ich nehme den 1 Kilo-Ohm mal raus, dann sieht man, dass man wieder auf ungefähr 9 Volt kommt. Ja, nicht ganz. Es dauert, denke ich mal, auch einen Moment, bis der sich so ein bisschen eingepegelt hat. Und die Belastung ist da nicht sehr groß oder kann nicht sehr groß sein. Das reicht aber aus, dort einen Operationsverstärker anzuschließen. Das werde ich mal tun. Ich habe hier den LM358 hier auf der rechten Seite und der bekommt an Pin 4 ja eine negative Spannung. Also hier genau hier ran. Und wenn ich da mal rangehe, dann sieht man, dass die nach wie vor ganz gut so bei 8,9 Volt hier liegt. Ist also auch belastet, ist aber durchaus okay. Beim MAX232 ist genau das gleiche. Wenn ich dort also einen Widerstand dranhänge, bricht die Spannung zusammen. Ich habe hier mal gemessen, hier auf der rechten Seite sieht man es vielleicht, 8,4 Volt.
ohne Last und bei Last dann mit einem Kilo Ohm wieder schon 7,5 Volt. Also da muss man dann aufpassen, dass man dort wirklich diese Ausgänge möglichst ja, wenig belastet. Ein Operationsverstärker, der wenig Strom verbraucht, so wie der LM358, geht da oder funktioniert da in der Regel. Die Ladungspumpen sind hier also für Punkt A notwendig, wenn ich eben aus einer unipolaren Versorgung 9 Volt die entsprechend negative auch erzeugen muss, also plus minus 9 Volt. Wenn ich diesen Fall habe wie in B, das möchte ich hier gleich mal zeigen, dann reicht in der Regel ein Spannungsteiler mit einem Spannungsfolger. Ich habe das hier auch mal aufgezeichnet auf dem Blatt. Ich habe jetzt also hier zum Beispiel mal eine Eingangsspannung von 16 Volt. Ja, die kann ich natürlich ganz gut unterteilen in plus minus 8 Volt. Hier mit dem Spannungsteiler. Hier in der Mitte ist sozusagen mein erster Ground, den ich aber nicht verwende, sondern es kommt hier noch ein Spannungsfolger danach, damit ich diesen Spannungsteiler hier nicht belaste. Der Eingangswiderstand ist hier sehr hochohmig. Ich kann aber trotzdem hier bei den 8 Volt Strom entnehmen, weil ich hier einen relativ niederohmigen Ausgang habe. Das heißt, das ist hier mein neuer Ground und ich habe nach oben hin 8 Volt und nach unten hin minus 8 Volt. Ich habe jetzt hier nicht 16 Volt, ich habe natürlich wieder meine Batterie hier, meine 9 Volt, das will ich mal ganz kurz zeigen. Das heißt, bei 9 Volt kriege ich natürlich maximal nur plus und minus 4,5 Volt raus. Und ich habe hier diese Schaltung mal aufgebaut. Man sieht hier die, hoffentlich in der Kamera, hier die beiden Widerstände, diesen Eingangsspannungsteiler. Hier ist der OPV, da sind die Kondensatoren, die sollte man immer einbauen. Nochmal so Glättungskondensatoren, auch über dem Operationsverstärker selbst. Und wenn ich jetzt hier mal die Spannung messe, da muss ich erstmal das Multimeter hier noch rüberschieben, dann messe ich zunächst mal die Batteriespannung. Moment, da ist was verhakt. Die Batteriespannung hier beträgt, die geht ja von ganz oben bis nach ganz unten, beträgt also 8,9 Volt. 8,98 Volt. Und bin also von oben nach unten in der Mitte hier, der blaue ist mein Ground. Nach oben hin bin ich bei 4,5 Volt und nach unten, da bin ich natürlich bei minus 4,47, also ziemlich genau in der Mitte. Und wenn diese plus minus 4,5 Volt ungefähr für die Zieloperationsverstärkerschaltung ausreicht, dann kann man das durchaus so machen. Wenn nicht, dann muss ich natürlich meine Eingangsspannung erhöhen, wenn ich hier diese Lösung nehme. Als Resümee würde ich sagen, wenn man eine kleine Eingangsspannung hat, zum Beispiel eine Batterie, und die nicht ausreicht und man braucht plus minus 9 Volt oder irgendwie sowas für eine Operationsverstärkerschaltung, auf jeden Fall eine Ladungspumpe nehmen. Ich würde immer versuchen, eine echte Ladungspumpe wie den TC962 oder LT1054 zu verwenden. Der ST232 kann als Notlösung verwendet werden. Nachteil, ich brauche noch einen zusätzlichen Spannungsregler, nämlich 5 Volt, und ich bekomme hier eine Spannung raus, die ich nicht ändern kann. Wenn ich eine Eingangsspannung habe, die groß genug ist für meine Operationsverstärkerschaltung, zum Beispiel 16 Volt, dann kann ich die durchaus mit dieser Schaltung so anpassen, dass ich plus minus 8 Volt bekomme. Es gibt natürlich dann noch eine weitere Möglichkeit, dass man dann noch einen Spannungsregler dahinter schaltet, dass man meinetwegen plus minus 5 Volt bekommt, was auch immer. Das sind also sozusagen die Möglichkeiten hier zur Erzeugung einer bipolaren Spannungsversorgung. Ja, und das war es auch schon mal wieder hier zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat etwas gebracht, und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.